Ja, dann herzlich willkommen zusammen zu unserer mittlerweile 15. Mahnwache in Braunschweig. Und es freut mich, dass wir mal wieder die Sonne zu Gast haben. Und ich sehe viele, viele neue Gesichter heute hier. Wer ist denn heute zum ersten Mal hier bei der Mahnwache? Kann ich das mal sehen? Vielleicht mal einen Applaus für die neuen Mutigen, die heute das erste Mal mit dabei sind und die vielleicht auch die Zeichen der Zeit erkannt haben und einfach auch von innen spüren, jetzt wird endlich mal Zeit, mal auf die Straße zu gehen. Irgendetwas kann so, wie es momentan ist, nicht weitergehen. Ich möchte mal ganz kurz einen Abriss geben, was so die Woche gewesen ist. Wir haben ja von der Mahnwache uns zu Arbeitsgruppen zusammengeschlossen. Das heißt, wir sind nicht nur montags hier. Hier ist die Kundgebung, aber auch unter der Woche treffen wir uns, arbeiten in Arbeitsgruppen zu den verschiedensten Themen. Wichtig dabei ist auch, jeder kann mitmachen. Also man kann auch zwischendurch einfach dazukommen zu den Arbeitsgruppen. Wir hatten auch gestern einen Gast aus von der Mahnwache in Lübeck, von dem Ali. Soll ich auch nochmal herzliche Grüße ausrichten von der Mahnwache in Lübeck. Und der ist auch einfach zu unserer Mediengruppe gestern mit dazugekommen. Also ihr könnt einfach dazukommen, wenn ihr mal keinen Bock mehr habt, könnt ihr da auch wieder aussteigen, in eine andere Arbeitsgruppe gehen. Also es gibt bei uns da keinen Zwang. Auf der anderen Seite wäre es ganz schön bei den Arbeitsgruppen, wenn wir ein, zwei Leute jeweils hätten, die sich dafür verantwortlich zeichnen, wo man einfach weiß, okay, wenn Fragen sind zu der Arbeitsgruppe, an wen kann man sich wenden, damit man einen, ja, einfach einen Ansprechpartner dann für die einzelne Gruppe dann hat. Vor einer Woche haben wir uns dann entschlossen, wir haben gesagt, okay, bisher waren wir ja auf Facebook, aber es sind viele Menschen, die sagen, nee, Facebook will ich nicht, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und deswegen haben wir uns entschlossen, eine eigene Homepage mit einem eigenen Forum zu machen, vor allen Dingen auch, um die Arbeitsgruppen besser zu organisieren. Und innerhalb der Woche ist diese Seite mittlerweile entstanden, es ist ein Forum dazu entstanden. Also wer Interesse hat, bitte einfach auf www.mahnwache-braunschweig.de gehen. Und ihr könnt euch da anmelden. Es gibt einen öffentlichen Bereich, aber es gibt auch einen Forenbereich, wo man also dann sich miteinander austauschen kann, zu den Arbeitsgruppen mal Einblick nehmen kann und ja, auch viele interessante Sachen dort finden kann. Was dort auch ist, ist eine Untergruppe Menschen helfen Menschen. Ist jetzt natürlich, wie gesagt, ist gerade erst vorgestern das Ganze online gegangen, aber dort möchten wir einen Bereich aufbauen, wo Menschen Hilfe anbieten, etwas, was sie für einen anderen tun können, ob es materiell ist oder auch Dienstleistungen oder einfach nur eine Hilfe in irgendeiner Art, in einer Art und Weise dort eingestellt wird, aber auch Menschen, die irgendeine Hilfe benötigen, dass die dass die das auch reinschreiben können. Ich brauche jetzt eine Hilfe zu irgendeiner Geschichte. Und möchtest du dazu gerade was sagen, zu der Hilfe? Genau. Ja, was passt gerade. Hallo Braunschweig. Ich möchte mich hiermit ganz, ganz herzlich bei allen den vielen fleißigen Helferlein bedanken. Und diese Hilfe funktioniert, ich kann es garantieren. Ich selber habe ziemlich Probleme gehabt durch einen Wassereinbruch im Keller. Mir ist geholfen worden beim Baggerfahren, hervorragend gemacht. Wir sind vorgedrungen, die Wand kann jetzt trocknen, der Keller, die feuchten Sachen wurden alle ausgeräumt und es hat wunderbar funktioniert. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken. Ja, das ist etwas, was wir auch ausbauen wollen. Also wir stehen natürlich, klar, wir stehen hier für den Frieden, aber wir stehen eben halt auch als Gemeinschaft. Einfach wieder das menschliche Leben untereinander, sich aushelfen, wenn jemand Hilfe braucht und dass man einfach weiß, da gibt es andere Menschen, an die kann ich mich wenden, die packen auch mal zu, die greifen auch mal zu und ja, man steht nicht alleine da, sondern es gibt immer jemanden, den man ansprechen kann, egal in welcher Situation. Und das finde ich ganz klasse, dass sich das mittlerweile jetzt auch neben den Mahnwachen aufbaut. Ja, ein ganz prägnanter Termin steht in Bälde bevor, und zwar der 1. September. Der 1. September wird seit den 50er Jahren, damals von der DDR aus, von der Deutschen Demokratischen Republik, als Tag des Friedens oder Weltfriedenstag bezeichnet und auch mit öffentlichen Kundgebungen und so weiter gefeiert.
in der Bundesrepublik wird dieser Tag alljährlich als Antikriegstag begangen. Und er erinnert also an den Beginn des Zweiten Weltkriegs mit dem Angriff der Wehrmacht auf Polen am 1. September 1939. Ist damals vom DGB, vom Deutschen Gewerkschaftsbund, ins Leben gerufen worden. Und das erste Mal gab es Kundgebungen am 1. September 1957 unter dem Motto Nie wieder Krieg. Wir haben uns überlegt, das ist ein sehr bedeutendes Ereignis, ein sehr bedeutender Tag, Weltfriedenstag. Und wir möchten da auch an diesem Tag hier etwas Besonderes machen. Das ist auch noch zum Glück ein Montag, wie kann es auch anders sein? Und wir wollen dann abends um 18 Uhr unsere Mahnwache hier veranstalten, wie immer. Aber wer vorher kann, dass die Menschen sich halt hier in der Stadt versammeln, dass wir einfach Passanten ansprechen, dass wir Flyer verteilen. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der irgendwie eine Flashmob-Idee hat, was man machen kann, um Menschen einfach aufmerksam zu machen und vor allem auch einzuladen, dann um 18 Uhr hier zu sein. Denn wir müssen gucken, wie wir einfach mehr Leute erreichen können. Denn die Situation, die wird nicht besser. Gut, im Moment haben wir jetzt nicht neue Kriegsmeldungen. Wir hören ein bisschen was von Waffenstillstand. Aber ich weiß nicht, wie lange das geht, zumindest in Palästina. Unten in der Ukraine ist auch zurzeit etwas ruhiger, aber es ist noch kein Frieden da. Und deswegen müssen wir einfach sehen, wie können wir mehr Menschen erreichen. Und da möchten wir einfach den 1. September dazu nutzen, der so ein historischer Tag ist, um hier auf uns, auf die Mahnwache aufmerksam zu machen. Auch da einfach nochmal wieder auf die Webseite gehen, wie gesagt www.mahnwache-braunschweig.de, und dort könnt ihr auch euch zum Beispiel auch untereinander verabreden, wenn ihr gemeinsame Aktionen machen wollt oder wer auch alleine gehen will. Wir werden bis dahin dann auch nochmal wieder neue Flyer haben, komme ich auch gleich nochmal drauf, und dass wir einfach die Menschen einladen, hier mit montags dabei zu sein. Ja, auch wenn es jetzt im Moment gerade noch schön warm ist und wir hier noch mit T-Shirt und so weiter sitzen können, ist eine Sache, die uns doch beschäftigt. Denn ich glaube nicht, dass wir es trotz aller positiver Einstellung schaffen, hier bis zum Herbst, bis zum Winter tatsächlich den Frieden weltweit installiert zu haben. Ich denke, wir werden noch ein bisschen länger hier stehen müssen. Und deswegen auch einfach meine Bitte an euch, hört, dass sich jeder einfach mal umhört, wie können wir den Winter, den Herbst, den Winter hier gestalten. Vielleicht habt ihr dazu Ideen. Vielleicht hat auch jemand einen großen Anhänger oder kennt jemanden, der einen großen Anhänger hat, oder vielleicht einen LKW mit Plane, was man dann hier hinstellen kann für die Veranstaltung für 2 Stunden, jeweils montags. Einfach mal umhören oder andere Ideen sammeln und bitte dann einfach mal mitteilen, damit wir auch durch den kommenden Herbst und Winter durchkommen. Ich hoffe, es bleibt noch lange so, dass wir hier schön in der Sonne sein können, aber ich glaube, wir werden dieses Wetter nicht auf Dauer aufrechterhalten können. Und dazu hier steht eine Spendendose, die möchte ich auch noch mal einfach darauf aufmerksam machen, denn es gibt keine Lobbyisten bei uns, es gibt keine Firma, die hier hinter der ganzen Mahnwache steht. Es gibt auch keinen Großsponsor in irgendeiner Art und Weise, sondern alles, was bisher hier gemacht wurde, die Anlage anschaffen und so weiter, alles, was an Kosten, die Flyer, wird von uns allen als Gemeinschaft getragen. Und die Flyer, die wir letztes Mal gedruckt haben, die gehen auch jetzt langsam zur Neige. Das heißt, wir werden jetzt auch wieder neue Flyer bestellen müssen. Wir haben heute unser Pavillon mal nicht aufgebaut wegen dem Wind, weil der ist halt sehr, sehr windanfällig. Wir wollen uns eventuell noch ein etwas stabileres Pavillon anschaffen, damit wir eben halt hier dann auch bei etwas stürmerigem Wetter vernünftig stehen können. Deswegen auch nochmal meine Bitte, kleiner Aufruf, wer möchte, auch das ist alles freiwillig, im Laufe des Tages oder des Abends einfach hier vielleicht ein bisschen was für die Allgemeinheit in die Spendenbüchse schmeißen. Wir werden es dann auch so machen, dass wir es im Forum auch genau dokumentieren, auch dass jeder sehen kann, welche Spenden sind geflossen, wofür ist es ausgegeben worden. Also keiner will sich hier bereichern, nur es sind ein paar Sachen, die wir leider nicht ohne Geld, auch wir noch nicht bewegen können. Wir bewegen eine ganze Menge ohne Geld, aber ab und zu ist ein bisschen was notwendig.
Ansonsten möchte ich auch nochmal darauf aufmerksam machen, hier hinten haben wir also einmal eine Bücherkiste. Dort kann sich jeder gerne ein Buch rausnehmen, mit nach Hause nehmen, behalten oder auch wieder zurückbringen, wenn er möchte. Also völlig frei. Es gibt auch DVDs, die sind aber nicht einfach zum Verschenken, sondern die sind zum Ausleihen. Einfach eintragen in die Liste, wer es mitgenommen hat, mitnehmen, anschauen, nächsten Montag wieder mitbringen. Ihr findet aber auch Kartoffeln beispielsweise, hat der Fabian mitgebracht. Kartoffeln, Fabian. Oder eben auch Kürbis und Zucchini. Also einfach dürft ihr euch bedienen. Es kostet nichts. Und das ist auch das, was wir im Rahmen dieses Menschenhelfen Menschen weiter ausbauen wollen. Wenn ihr dann Sachen habt in Zukunft, die ihr nicht mehr braucht, Kinderkleidung, wo die Kiddies einfach rausgewachsen sind oder wie auch immer, einfach mitbringen, anbieten. Vielleicht gibt es da jemanden, der es gut gebrauchen kann. Dass wir in dem Bereich einfach ein bisschen mehr machen wollen. Ja, es ist mittlerweile zum Usus geworden, dass die Mahnwachen, denn es gibt ja mittlerweile um die 130 Mahnwachen innerhalb Deutschland, Österreich, Schweiz, die Mahnwache in Vancouver in Kanada, die Mahnwache in New York vor der FED. Und dass wir uns jede Woche einen Gruß austauschen. Das heißt, jede Woche kommt ein Gruß aus einer anderen Stadt. Und diese Woche kommt der Gruß aus Jena. Und den möchte ich gerne für euch einmal vorlesen. Jena grüßt alle Aktivisten der Mahnwache, alle Teilnehmer der Mahnwachen, alle Neugierigen zu den Mahnwachen, alle Kritiker der Mahnwachen und alle friedvollen Menschen, wo auch immer sie sein mögen. Hört uns zu. Wer noch irgendwie glaubt, dass ihn das alles nichts angeht, wer denkt, ja, es sind schreckliche Dinge, die durch schreckliche Menschen geschehen. Wer noch immer meint, er könne nichts dagegen tun, der möge begreifen, dass er es ist, der alles beenden wird. Zahlen über Tote sind tote Zahlen, die uns nichts anhaben können. Eine Radiomeldung, ein kleiner Videoausschnitt, Bilder Terroristen im ARD oder ZDF, wie sie nach Vergeltung schreien, berührt von keinem das Herz. Und seit 1950 sind bereits wieder Millionen von Toten. Wenn du noch ein Mensch bist und den Mut hast, ein solcher bleiben zu wollen, dann verschließe nicht die Augen vor dem Leid der heutigen Welt. Verschließe nicht dein Leben vor der Wahrheit, dass es stattfindet, das Morden und das Schlachten, das Sterben der Unschuldigen und Unschuldigsten. Hört auf die verzweifelten Rufe der Kinder nach ihren Müttern und der Mütter nach ihren Kindern. Fühle es, wie auch du eine Mutter bist oder einmal sein wirst. Fühle, wie die Unschuld stirbt. Alles ist so, wie es ist, weil es so sein soll. Uns aber wird gesagt, dass man nichts dagegen tun könne. Alles findet mit Bedacht statt, alles. Auch, dass du so denkst und weiterhin so denken sollst, wurde bedacht. Die Möglichkeiten deiner Ablenkung sind vielfältig und angenehm. Deine Bequemlichkeit erscheint dir gegenüber im Zweifel als ein besserer Freund. Dein isoliert zivilisierter Lebensstil macht dich reich an Materialien. Betrachtet Konsum als Lebensziel. Und ist doch genauer der Brandbeschleuniger all dessen, was geschieht. Wogegen du doch angeblich so machtlos bist. Das kleine Kind in Afghanistan, Syrien, Libanon, Irak, Kosovo, Bosnien, Südsudan,
Ukraine, Palästina, Libyen oder Mali, wird in eine Welt geboren, in der Angst und Schrecken, Panik und Traumata vorherbestimmt sind und über Nacht zur bitteren Wahrheit werden. Ihr Väter da draußen, so auch ich ein Vater bin, stellt euch vor, keine Kraft und keine Macht, die euch innewohnt, könnte euer Liebstes beschützen. Wie ohnmächtig muss man sich fühlen und in welch unendlicher Trauer gräbt man kleine Löcher in den roten, gefärbten Boden. Nun, ich schaue in die Augen meiner Kinder, bis tief in ihre Seele. Und auch sie schauen in meine Augen, bis ganz tief in mein Herz. Sie sind Antrieb für diese Zeilen und Krückstock, wenn einem die Unerträglichkeit zu Boden reißt. Sie sind Kraft und Energie, wenn Warnungen ausgesprochen werden, dass man sich mit den Mächtigen dieser Welt, mit den etablierten Systemen nicht anlegen soll. Sie geben einem das Recht, nicht zu schweigen, wenn Unrecht geschieht, und das Recht, lautstark, rufend mit dem Finger auf die zu zeigen, deren Interesse gegen das Allgemeinwohl steht. Wir sind dankbar, dass dieses grauenhafte Leid der Welt hier an diesem Ort seit Dekaden nach den schrecklichen Kriegen in Europa nicht wieder Fuß fassen konnte. Und wir sind zerrissen darüber, dass es nicht allerorts so friedlich ist. Das Sterben erfolgt nach Plan. Und dieser Plan heißt Eroberung. Ressourcen müssen gesichert werden. Die Ausbeutung von Rohstoffen und Energieträgern im endlichen Rennen um den Rest hat begonnen. Ausgebeutet wird für dein Konsum. Es wird ohne Rücksicht auf Nachhaltigkeit, Umwelt oder Gesundheit produziert. Du sollst schnell konsumieren und wegschmeißen. Wachstum heißt das Zauberwort, was die Finanzmärkte mit ihren Zinseslügen aufrechterhalten sollen. Der Plan scheitert und die Vorwände, Krieg zu führen, werden immer offensichtlicher. In der Natur sagt man, die uns anbetracht ihrer Logik oft grausam vorkommt, ein Brand reinigt den Wald. Und so soll erneut ein Weltbrand alles zerstören, damit das System von neuem starten kann. Daraus entstand auch die Basis für den Zweiten Weltkrieg. Alle Gegebenheiten von einst sind zurückgekehrt. Auch die Unglaublichen. Keiner glaubt daran, dass der Dritte Weltkrieg in den Köpfen weniger Menschen mit sehr viel Macht bereits beschlossenes Szenario ist. Heute kommen diese schrecklichen Bilder, teils live übers Handy, unmittelbar in unsere Wohnzimmer. Heute sehen wir die verzweifelten Rufe aus Donbass oder Palästina, aus Syrien oder aus Afrika. Und morgen stehen sich Armeen gegenüber. Dem ist bereits so. Russland und die USA stehen sich schon heute in der Ukraine zumindest indirekt gegenüber. Der Bündnisfall der NATO gilt noch immer und eine Reihe unschöner Gesetze sind im Europäischen Parlament beschlossene Sache. Diese sehen Regelungen und Tötungen bei Volksaufständen und Unruhen sowie Internierungen vor. Das weltweite Rüsten hat wieder Fahrt aufgenommen. Und wir Deutschen partizipieren prächtig. Doch zu welchem Preis? Jeder dritte Mensch, der durch eine Waffe stirbt, empfängt Grüße made by Germany. Die internationalen Provokationen gewinnen an Dynamik und betreten alsbald das Feld der fehlenden Kontrolle. Die Androhungen und Durchsetzung von Sanktionen sind Kriegsrhetorik,
und dienen der Vorbereitung für eben diesen beabsichtigten Krieg. Das Schmieden von Bündnissen erklärt den Frontverlauf in der Welt und in unseren Köpfen. Die Polarisierung über die Massenmedien, die teilweise in kriegshetzerischer Art und Weise stattfinden, kontrolliert uns und baut uns ein Feindbild. Wacht auf aus eurem Schlaf und geht auf die Straße. Zeigt, dass ihr das alles nicht wollt und fangt an, euer Verhalten zu ändern. Geht zu den Mahnwachen. Lasst andere an euren Ideen teilhaben. Werdet regional tätig bei all dem, was die Welt besser macht. Wenn alle Kleines bewegen, bewegt sich das Große. Zeigt wieder Liebe und Dankbarkeit, umarmt eure Kinder. Hört ihnen zu und verbiegt sie nicht. Behütet und beschützt euch gegenseitig. Steht füreinander ein und zeigt Solidarität mit allen Menschen auf dieser noch so wunderbaren, aber kranken Erde. Schaut nicht danach, welche Konfession derjenige hat, der neben euch steht. Achtet nicht auf dessen Status. Egal welches Engagement jeder Mensch bereits betreibt, ob in einer Partei oder in einem Verein oder in einer Organisation. Egal ob es Bewegungen gibt wie Occupy oder Fünf Sterne oder in Deutschland die Kooperation für den Frieden. Niemand kann sich heute noch den Luxus leisten, im Rennen gegen diese Zeit alleine dazustehen. Wir müssen international vereint für den Frieden auf die Straße gehen. Jena übergibt den Montagsgruß zum 18.8. mit besten Grüßen an Saalfeld. Ja, ist schon schön zu sehen. Es war auch gestern, als der Ali von Lübeck kam. Ich hatte jetzt leider noch nicht das Vergnügen, mal auf eine fremde Mahnwache zu kommen, da ich seit 15 Wochen halt immer hier bin. Aber er kam direkt als Freund, so als wenn er schon immer dazugehören würde, als wenn er jede Woche hier schon gesessen hätte. Das ist einfach ein schönes Gefühl. Und das, was diese Mahnwachen ausmachen, und das habe ich von mehreren Menschen schon gehört, die einfach woanders hingefahren sind, ihr fahrt ja auch schon mal ab und zu in andere Städte, man ist nicht fremd, wenn man da hinkommt auf die Mahnwache, man ist da in der großen Familie und das ist total klasse und das ist schön. Und das spiegelt sich auch, was ich vorhin gesagt habe, mit den Sachen, die wir vorbereiten, Menschen helfen, Menschen auf unserer Website, auch wieder in dem Montagsgruß aus Jena. Und das ist halt schön, dass die Bewegung doch global so denkt, wie auch wir hier denken. Ja, nochmal ganz, ganz besonderen Dank und Gruß an Jena.